man so will, fast alles in die Tüte. Ich habe, vielleicht kurz zu mir, ich habe einen gastronomischen Hintergrund natürlich. Ich bin Koch, ganz klassisch gelernt und mache dieses Thema jetzt seit knapp 10 Jahren. Wir haben angefangen damals im Catering-Bereich. Also wir haben für große Veranstaltungen das gemacht und haben da so die ersten Laufversuche damit gemacht. Da ging es um Kurzbratstücke, sowas, wie wir jetzt gleich auch nochmal machen werden. So ein Rinderfilet eben oder ein Schweinefilet oder solche Dinge, die einfach kurz gebraten werden. Aber diese eben ins Vakuum gesetzt, sodass man das halt vorgegart hat bei relativ niedrigen Temperaturen. Also wir reden immer von unter 100 Grad auf jeden Fall. Wir gehen sogar so weit, dass gerade bei diesem Rind gehen wir in die Mitte 50er als Temperaturbereich. Und ich weiß nicht, wer das so kennt, dieses Niedertemperaturgarn, was man klassischerweise dann auch so mitgenommen oder mitgemacht hat, das ist so dieses, man brät an, schiebt dann in den Rost oder in den Ofen so bei 80 Grad die Dinge da rein und lässt das dann einfach fertig ziehen. Und das funktioniert ja genauso top. Aber man sieht auch da, man putzelt es nicht bei 160 Grad fertig oder so, sondern geht halt schonend an diese Dinge ran. Und hier gehen wir sogar noch ein Stück weiter und noch ein Stück tiefer. Das hat einfach damit zu tun, dass so eine Eiweißgerinnungsgrenze dann irgendwann und das Produkt abhängig einfach. Aber ich will es gar nicht zu kompliziert machen. Wer es wirklich genau wissen will, klar, im Buch steht es dann am Ende des Tages. Das ist dann wirklich nochmal ganz, ganz wissenschaftlich auch abgehandelt. Also, das ist so, die so also, darum geht es. Hier ist dann quasi alles Wissen da drin, was man benötigt, auch wer das möchte. Aber ihr dürft mich natürlich heute löchern, bis zum Erbrechen sozusagen. Heute ist die Chance. Gerne, also abhängig davon, das hätte ich vielleicht noch als Nebensatz, ist natürlich, wenn Sie der Säule so vollhauen. Deswegen wichtig, immer so glatt wie möglich und so gleichmäßig wie möglich in die Tüte packen, weil sonst, klar, das, was zu weit drin ist und zu weit weg ist, braucht natürlich einfach Zeit, bis die Temperatur auch ins Produkt reinkommt. Keine Frage. Deswegen nehmen wir natürlich hier in dem Zuge auch Wasser. Wasser hat halt immer eine beste Wärmeleitung. Und das, ich sage das immer so, war der ein oder andere sicherlich schon mal in der Sauna von euch. Und wenn nicht, kann man sich das mal vorstellen. Das ist eine Kammer, die halt man bis 80, 90, 100 Grad sogar aushalten kann. Vom Körpergefühl her, über mehrere Minuten sogar. Im Dampfbad sieht das Thema schon anders aus. Wer das mal im Vergleich schon mal gemacht hat, Dampfbad funktioniert maximal bis 60, 55 Grad oder so. Mehr würde man nicht aushalten. Überlegt euch bei den Temperaturen mal die Badewanne. Das funktioniert nicht. Also ihr würdet euch gnadenlos verbrühen dann einfach da drin, weil einfach die Wärme dann auch ganz anders ist. Das heißt, gefühlt 17,5-fach höher als bei trockener Luft. Und das ist eigentlich so das Entscheidende vielleicht. So. Außen, das sind so ein Killerspruch, ist außen schwarz, innen knusprig. Da war es auch so lange auf dem Müll. Trockener Workshop. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, man gießt ein Glas Wein in die Tür. Ja, total. Also auch vor dem Trocken ein Glas Wein. Kann man wunderbar mitnehmen, den Wein im Beutel. Beutel. Also ich will es gar nicht zu kompliziert machen. Wir werden gleich ein paar Sachen sehen. Und so kompliziert ist es gar nicht. Es geht wirklich nur. Einzige Dinge, die man beachten muss, ist tatsächlich so eine Würzung. Weniger würzen, als man es herkömmlich gewohnt ist. Weil die Dinge eben sehr geschmacklich potenzieren. Natürlich der eigene Geschmack. Aber halt auch der zugegebene. Und das ist einfach so ein bisschen, da muss man sich halt antasten. Über den Daumen gepeilt, sage ich ungefähr ein Drittel von dem, wie man es normalerweise machen würde. Gerade was so Salz betrifft. Wenn man Fleisch macht, bin ich eben ein Freund, das vorher nicht zu würzen, wenn es gutes Fleisch ist. Und dann einfach nochmal beim Anbraten die Dinge dann zu würzen. Das ist auch so ein Thema, vorher, hinterher anbraten. Das ist auch immer die strittige Preisfrage, wie man sieht bei Fleisch. Dann gehört so dieses sogenannte Rückwärtsgaren. Das ist dann so eine Formulierung, die dann irgendwie in dem Zuge auch entstanden ist, dass man eben vorher gart. Das kann man aber auch herkömmlich mit diesen 80 Grad machen. Das wickelt man irgendwie in Folie ein oder in Alufolie oder so, gart es erstmal und brät hinterher an. Das hat halt den Vorteil, dass es aber, Entschuldigung, schön Röststoff ist draufgekommen, weil die machen halt Spaß. Und man kann sich das ja vorstellen, wenn ich halt hier in dem Beutel bin, das hat halt immer so einen Kochcharakter, das Fleisch, weil es im eigenen Saft natürlich liegt. Egal, ob ihr das vorher angebraten habt oder nicht, die Roststoffe wären dann geschmacklich drin, aber die Knusprigkeit hat eben nicht. Und die geht halt dann verloren, beziehungsweise bekommt man natürlich dann erst, wenn man das hinterher dann reinbringt.
Aber würde ich sagen, steigen wir doch einfach ein. Ich habe am Anfang, um euch mal so ein bisschen dieses Marinierthema zu zeigen, was bedeutet denn eben dieses volle Vakuum auf den Produkten, haben wir hier mal eine Melone, habe ich vorbereitet. Das heißt, wir sind ja hier so ein bisschen im Sommer jetzt auch. Ich überlege gerade, ich gehe hier hinten, dann sehen wir besser. Wir schnippeln uns die jetzt mal runter. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt kernarme Melonen. Das ist tatsächlich so. Okay. So, guck mal, die sind wirklich relativ wild. Hab's gut ausgesucht. Ja. So, was wir jetzt hier machen. Das ist schön, wenn man selber kocht. Man darf immer naschen. Deswegen habe ich den Job gewählt. Weil ich so gerne nasche. Kurzer Hintergrund dazu. Ich komme aus einer Konditorenfamilie. Und es gibt, habe ich tatsächlich immer so die Streusel vom frisch aus dem Ofen kommenden Streuselkuchen dann runtergenascht. Natürlich immer die dicken Dinger, weil die am leckersten waren, wenn die vor allem so lang waren. Und habe dann immer versucht mit dem kleinen, die das fällt natürlich immer auf. Mein Vater hat mich aber lange in dem Glauben gelassen, dass es eben nicht auffällt. wir marinieren jetzt, genau, kurzer Hintergrund. Das heißt, ich will Ihnen hier einfach klar zeigen, was passiert mit dem Produkt und was passiert mit den Produkten in erster Linie. Und das ist gerade bei so wasserhaltigen Dingen, wie eben so einer Melone, einer Gurke oder so, die einfach ganz, ganz viel Wasser in der Hand, sieht man das einfach ganz, ganz extrem, diesen Effekt, der dann einfach passiert, indem man hier sich zunutze macht. Genau, also was heißt eine Spezialtüte? Das sind jetzt relativ normale Vakuumbeutel. Ich nutze tatsächlich, so wie der Herr gesagt hat, von einem Hersteller bei mir, weil wir da halt einfach wissen, dass die Dinger funktionieren. Ich hatte tatsächlich schon mal einen Kollegen auf einer Messe, da das Zeug dann nach dem Garen nach Plastik geschmeckt. Also ich habe das noch nie selber gehabt. Keine Ahnung, was der für Tüten hatte, wo er die her hatte. Ich will es aber auch an der Stelle nicht wissen. Zum Glück hat es nach Plastik geschmeckt. Dann war wenigstens merkbar, dass irgendwas abgegangen ist. Und dann gibt es noch diese sogenannten Kochbeutel. Die sind ein bisschen stabiler, gehen bis 90 Grad, sind die Hitze stabil. Und die sind bis 115 Grad Hitze stabil. Zeichnen sich aus als Schlauchbeutel, das heißt, wir sind hier, das ist ein Produkt am Ende nur gefalten und kriegen halt unten nur eine Abwerk, eine Schweißnaht, die alle machen. So, das heißt, jetzt quetschen wir hier richtig ordentlich entweder Zitronensaft, Limettensaft oder wie auch immer. Limette hat so ein bisschen herberen Geschmack. Zitrone ist ja so, hat so, auch wenn die sauer ist und wie man dann so Süße erkennt, aber die ist ein bisschen süßlicher. Das heißt tatsächlich eben nicht so herb wie die Limette. Das wollte ich gerade sagen. Am Ende ist alles Geschmackssache, ganz klar. Ich zeige Ihnen jetzt so, wie ich es machen würde. Dazu gibt es, oder machen wir es gleich weiter, Estragon. Wer kennt Estragon? Oder kennt jemand kein Estragon? Das ist, hat immer so, weiß nicht, wer Pernod oder sowas, solche Dinge mag, so Anis-Schnaps. Ich habe euch das mal rum. Ich kenne ihn. Ja, aber dann weiß ich es vielleicht weiter. So dicke Anis nicht kennen. Ruhig probieren oder reiben, probieren, was er will. Lustig, ihr seht. Jetzt machen wir ein klein bisschen Zucker noch mit hinzu. Einfach, dann kriegt er noch ein bisschen mehr Süße. Das gleicht so ein bisschen jetzt die Säure natürlich wieder aus an der Stelle. Dann zeige ich jetzt gleich, was wir. Genau, dann vakuumieren wir das. So, dann wandern wir schon mal rüber. Nee, das ist jetzt eine Comet. Das ist quasi ein Gastronomiehersteller. Beziehungsweise, aber am Ende des Tages ist die Funktionsweise identisch. Das heißt, das ist eine Kammervakuummaschine. Das ist halt eben in einer Kammer. Das heißt, eine Kammervakuummaschine, eben gesagt, dass halt die ganze Kammer quasi unter Vakuum gesetzt wird. Wie funktioniert das? Das wird halt hier quasi eben evakuiert sozusagen. Hier wird dann entlüftet hinten. Unten ist der Vakuumpumpe drin. Deswegen macht auch ein bisschen Kraft jetzt gleich. Was ihr sehen werdet, die Flüssigkeit fängt an zu brodeln jetzt gleich. Das ist der ganz natürliche Prozess. Das heißt, wir senken den Siedepunkt an der Stelle. Das Zeug wird nicht warm, aber siedet trotzdem. Das ist ähnlich wie wenn ihr oben auf dem Berg auf 4000 Meter seid, dann kocht das Wasser schon bei 92 Grad. Das machen wir hier auch. Das heißt, nur so zum Verständnis, hier sind 1000 Millibar Umgebungsluft ungefähr.
Wir kommen hier bis zu 3 bis 4 Millibar erreichen wir in dieser Kammer am Ende. Und deswegen würde ich euch vorstellen, wenn ich so den Druck natürlich herabsetze, das sieht man hier auch gleich, der Deckel wird sich ein bisschen wirken. Wir wirken dann am Ende des Zyklus, wirken hier knapp 700 Kilo drauf auf dieses Teil. Und das muss halt eben entsprechend elastisch sein. Genau, das heißt, wir machen es jetzt einfach mal. Und das Schöne ist, man kann es und deswegen auch die Melone oder die Produkte, die eben so flüssigkeitsreich sind. Hier vorne ist der sogenannte Sulfidazinox, das ist der sogenannte Schweißbalken, den kann man entnehmen. Früher waren die hier mit so einem Ding drunter, eine Riesensauerei, man konnte die nicht entnehmen, jetzt sieht das halt mit diesen Bolzen. Hat nachher zur Folge, das werdet ihr dann hören, dann drückt es dann hier das Teil dran und wir kriegen diese Schweißnarben einfach gewinnen. So, jetzt machen wir das Ding einfach dazu, das Ding macht Kack und dann könnt ihr gleich mal gucken, wenn dieser Vakuumierprozess abgeschlossen ist. Da sieht man dann im Grunde genommen gleich schon das Ergebnis. Ich kenne es eh schon. Das ist ja genau, das ist aber, das passiert einfach dadurch. Und jetzt seht ihr dieses Brodeln. Jetzt wird abgesaugt, jetzt wird geschweißt. Habt ihr gesehen, wie sich die Farbe sofort verändert hat? Gleiche Temperatur wie eben. Es hat sich jetzt nichts geändert an der Stelle. 2 bis 4 Millibar hat das dann jetzt am Ende. Und das ist genau das passiert jetzt hier drin, dieser Druck, der jetzt hier einfach auf dem Produkt natürlich herrscht, durch den Beutel. Und das setze ich halt bewusst ein an der Stelle. Das kann ich. Bitte? Ja, lustig, schon macht Spaß. Ne? Und das Geile ist, Sie glauben, deswegen diese Beutel, diese geriffelten, ich weiß nicht, wer diese normalen Vakuumierer hat, wenn wir schon davon reden, das sind sogenannte Schnorchelmaschinen, die haben vorne auch so eine Klappe und dann saugen die einfach nur Luft aus dem Beutel. Exakt, und die saugen nämlich die Flüssigkeit raus. Das ist das Problem, wir hätten überhaupt keine Limette da reinmachen können. Oder im gefrorenen Zustand, das geht, da kann man das natürlich machen, dass man Flüssigkeiten darüber zusetzt. Dann haben sie halt wie so eine Eiswürfel drin und dann hat man das Zeug drin, ohne dass es abmacht. Das geht. Wenn man sowas mal machen muss. Ja klar, Sie haben ja gesehen, dass hier ohne nichts raus. Aber den anderen zieht es einfach nur die Flüssigkeit halt raus. Das funktioniert auch, klar. Aber wir sind ganz, ganz weit, wenn wir von dem Vakuum reden, sind wir ganz, ganz weit entfernt. Die schaffen so 50 bis 60 Millibar, nur mal so als Vergleich. Optisch sieht man das auch, das steht auch rein, das drückt es auch und so, aber das werdet ihr damit nicht hinkriegen. Genau, das funktioniert leider nur mit den Maschinen. Aber hiermit möchte ich euch klar machen, einfach was passiert einfach mit dem Produkt. Und so kann man auch diesen Marinierprozess, und jetzt wird es vielleicht so ein bisschen klar, warum die Dinge auch sehr intensiviert werden durch gleiche Salzzugabe, weil es halt einfach viel weiter ins Produkt reinbringt. Einigermaßen fest noch, guck mal, so viel Flüssigkeit sehen wir jetzt. Das hat nachher deutlich mehr Flüssigkeit verloren, einfach an der Stelle. Und jeder denkt, gut, es muss ja matschig werden durch diesen Druck, wird es aber nicht, im Gegenteil. Weil hier eben die Flüssigkeit rausgezogen wird durch eben dieses Umkehrosmose-Thema, erreiche ich dann damit, dass die Sachen viel, viel stabiler und fester werden. Einfach machen. Genau, wichtig ist halt, dass man den diesen Schweißberg legt, ein bisschen. Genau. Glattschleift noch, das ist halt einfach nicht. Willst du einfach tun? Einfach runtermachen. Der Ergebnis halt ist eben, weil die nicht so voll machen. Ein bisschen können kann man es nicht gestalten, weil das ist nicht, wenn sie hier mit Strohhalm reingehen dann und einfach nur ziehen, dann saugen sie natürlich die Flüssigkeit. Dann bereiten wir erstmal unser Fleisch vor, damit wir das nämlich reinsetzen können, damit es garen kann. Das ist hier der Knackpunkt. Ja, also man muss das ja ein bisschen koordinieren, muss man. Man kann aber die ganzen Dinge auch. Ich wollte es jetzt halt mit euch zusammen machen. Klar, wenn wir so. Bitte? Ja, ja, na klar. Das ist das Schöne. Das heißt, man kann die. Oder sogar schon vorgaren. Das heißt, man muss es nachher nur noch mal so abrufen, sozusagen. Wir nennen das Regenerieren bei uns in der Küchensprache. Das heißt, man würde die Produkte dann, wenn die eben fertig gegart da drin sind, dann einfach nur noch mal entweder gleicher Temperatur oder ein bisschen darunter bei der Temperatur, bei der ich gegart habe, die Dinge noch mal warm legen, sozusagen. Und dann einfach so sein normales Finish damit machen. So, wer hat Lust? Ente gleich. Ich zeige es einmal vor, das könnt ihr jetzt wo anderen machen. Was ist das für Fleisch? Ente. Ente. Genau, eine Entenbrust. Wenn
Und wie gesagt, eine männliche, deswegen sind die so ein Ticken größer einfach als die weiblichen. Das kann man natürlich noch verwenden, wenn man möchte. Ich schnippe es jetzt mal weg, weil auch das natürlich bei der männlichen ein bisschen derber einfach ist an der Stelle. Genau, ich lege das immer so ein bisschen aufs Papier, tupfe einmal das Fleisch ab. Und was macht man jetzt normalerweise? Hat schon mal jemand Ente gemacht von euch? Nein? Was würde man machen jetzt normalerweise? Klar, ich schneide hier so ein bisschen den Rand zurecht. Warum? Ja, das ist das eine, genau, das Fett rausgeht. Also die Idee ist jetzt quasi, das hier anzuschneiden. Also sprich, das würde man jetzt so machen. Scharfes Messer, man schneidet hier so ganz zarte Ritzen rein, so wie man das beim Schweinebauch auch macht oder so. Bitte? Bisschen scharfe Messer, ja. Ja, muss man. Braucht man. So würde man das jetzt normalerweise machen. Das ist jetzt ein bisschen fast bilderbuchartig, so dass man einfach das Fett nicht so weit einschneidet, dass es das Fleisch erwischt, sondern halt nur das Fett einfach angeschnitten ist. Und das macht man, genau, damit das Fett zum Beispiel rausläuft, dass es gleichmäßiger dreht, weil wenn man das nicht machen würde, wird sich das wie so eine Schuhsohle nach oben drehen. Und dann hätte man nicht das gleichmäßige Färbung. Da wir aber das so wie garen, spare ich mir das und kann mir das auch sparen, weil ich es ja eben quasi vorgare und hinterher dann anbrate erst. So, wer will machen? Ich gebe hier tatsächlich auch schon mal ein bisschen Salz mit dran. Einfach nur auf die Fettseite. Aber das kann ich auch weglassen. Okay. Normal muss ich es tatsächlich weg. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich Lust drauf habe. Wir können es aber auch bei einem mal weglassen. Dann mache ich rein so ein bisschen Orangenöl hier gleich. Das sind Orangen-Olivenöl. Kann ich da normale Orangen nehmen oder Orangen? Auch das ist eine Möglichkeit. Das heißt, wir können natürlich hergehen und irgendwelche so Zeste. Dass ich einfach eine Orange nehme? Genau, oder einfach so eine Zeste runterschneiden. Ja. Zeige ich euch. Hier ist halt wie. Das ist genehmigt. Ja. Kann man ins Vakuum nehmen. Ins Vakuum geht aber hier noch mal ein Gewürz mit hinein. Ich habe für dich das Brot mit dabei, das du. Wenn wir nachher gleich snacken wollen. Das du wolltest und den Dennis und die Eva darf ich vorstellen. Gerade reinkommen, machen auch. Hallo. Hallo. Gib ihm jetzt erstmal nicht die Hand. Machen wir aber gleich. Ja, alles in die Tüte haben. Genau, das heißt, das haben wir jetzt drin. Einfach rüber. Das ist ja eigentlich Spielzeug. Da können wir die beiden zusammen einmachen. Nee, weil ich jetzt nicht möchte an der Stelle dieses Fleisch so. Klar, dann haben wir mal jetzt unser Filetfleisch. Das ist jetzt in diesem Salzbecher da hinten gemacht. Das hat schon so ein bisschen. Vier Wochen lang ist das gereift jetzt ja. In diesem Schrank. Der Kollege ist noch nicht da davon. Im Prinzip ist das der Dry Ager, den schon viele kennen. Also im Prinzip ein Reifeschrank, wo ich eben ganze Rücken und sowas reinhängen kann, von der Konstruktion her. Und der hat aber trotzdem das Problem, dass man nach 4 Wochen, 6 Wochen häufig das, was man reingibt, ist Schimmeln anfängt. Und lustigerweise führt die große Menge an Salz, das sind 85 Kilo Salz, die dahinter als Wand eingebaut sind, mit einem patentierten Stecksystem, die führt dazu, dass eben dieser Schimmel nicht aufsteigt. Ja, aber es ist. Und da hat er direkt ohne intuitiv richtig gemacht. Ganz kurz, was ihr intuitiv anders gemacht habt, aber es ist halt der Klassiker, und das ist auch gut so, dass so Dinge passieren. Ihr habt jetzt die Zitrone, sag ich schon, die Orange oben drauf gelegt. Ich habe sie daneben gelegt. Wir gucken uns nachher an, was das bedeuten kann. Ich kann es aber auch schon erzählen. Am Ende des Tages ist genau da an der Stelle, wo jetzt natürlich die Orange liegt,
Zucker, da drin ist Zucker. Wenn wir das nachher anbraten, das werden wir auf der Fettseite ganz, ganz knackig und knusprig machen. Wenn ihr es auf die andere Seite legt, ist nicht ganz so dramatisch, weil wir da nicht so viel braten, wird uns das dunkel werden. Das ist aber kein Problem, weil da der Zucker einfach karamellisiert. Dann wie lange muss das jetzt drin? Ne? 40 Minuten lassen wir das wie jetzt. Wie gerade ist das jetzt? 62. Wenn man in der Pfanne liegen lässt, geht es halt auch durch. Na klar. Also man muss die Sachen dann schon... Theoretisch ja. Aber es schmeckt trotzdem, also der Geschmack ist schon ein anderer. Man kann sogar so weit gehen, dass du sagst, du kannst ja hier einfach damit auch perfekt ein durchgebratenes Stück einfach, weil, also anders gesagt, wenn du so Englisch oder ja, so Englisch Bleu-Dinge servierst, dann sind das meistens so 50 bis 52 Grad als Kerntemperatur. Das hat immer eine Temperatur im Nachgang. Bei Medium sind es eben diese 55 Grad ungefähr, 56 ist ein gangbarer Weg und dann darüber wird es halt durch. Also so alles, wenn ich mich den 60er näher, ist eigentlich das Fleisch durch. Ich brauche keine 100 Grad dafür, das ist eigentlich das Entscheidende. Das zeige ich euch auch gleich anhand von Eiern nochmal. Da habe ich mehrere Garstufen einfach gemacht. Ich habe ganz normale Hühnereier gegart, eine Stunde lang. Einmal bei 57,5 Grad, das ist eine Pasteurisierungszeit, da waren die anderthalb Stunden drin. Dann habe ich 62 Grad, 65 Grad und 75 Grad gewählt, jeweils eine Stunde. Zeige ich euch gleich, was das zum Ergebnis hat. Und da wird vielleicht klar, was passiert mit Eiweiß und was passiert mit diesen Dingen. Klar, es gibt Garungen, die gehen, also es gibt ganz verrückte Garungen, die gehen bis zu 72 Stunden. Ich mache das nicht. Das Max bei mir sind so 32 Stunden oder maximal 36 Stunden, das ist wirklich das Maximum. Aber also so, das muss ja auch da wieder jeder für sich entscheiden. Klar, diese Dinge sind vorgeladen. Dinge im Blockhaus, schon mal gehört bestimmt, oder sowas wie Maredo auch. Die sind auch ganz dicht an der Gastronomie, die produzieren quasi auf diese Art und Weise. Und die meisten Steaks, die ihr bekommt, bei denen sind zurückgegart. Und das schon seit Jahren, ist tatsächlich so. Und die liefern aber auch für so große Häuser, richtig große Hotels, liefern die tatsächlich Convenience Food, also genauso. Und das ist ja quasi Fertiggericht, dieses Convenience-Produkt. Wir machen ja hier unsere eigenen Convenience-Produkte, wenn man so möchte. Vielen Dank. Und, was? Ja, ja, ihr seht schon, hier passiert jetzt was. Hier muss noch was passieren bei uns. Also darum geht es. Das heißt, dass du halt wirklich deine eigenen Fertigprodukte machst und eben so jemand wie die Industrie, die das auch ganz klar genauso an den Markt, das heißt, die großen tatsächlich Steigenberger Hotels oder so was sein, wo ja irgendwelche Tagungen durchgeschleust werden. Das meiste ist fertig. Das heißt, es kommt tatsächlich angeliefert für die. Aber es ist halt auch einfach dann, weil die brauchen nicht mehr viel Fachkräfte dann, wie der Herbig das schon gerade gesagt hat. Das ist ja auch nicht schlecht. Das sind gute Produkte, die einfach halt natürlich die Küche vor Ort nicht vorbereitet hat, sondern das wurde irgendwo zentral vorbereitet und da einfach angeliefert. Das heißt, was die Jungs oder Mädels dort machen, ist tatsächlich nur noch Tüte waren. Also das, was wir hier machen eigentlich. Was ich euch zeigen will, oder ich gerade angesprochen habe, ist ja dieses Thema, die Eier, die begaben. Und meine Wiedereier haben tatsächlich Nummern. Das heißt, ich zeige euch mal, das kennt jeder, ein rotes Ei, kennt jeder, schon mal gesehen. Das ist jetzt nichts Neues, das zeige ich euch hier. Genau, das ist ein rotes Ei. So, 57,5 Grad, war das hier anderthalb Stunden drin. Das war anderthalb Stunden bei durch den weißen Teller sehen wir das jetzt nicht ganz so gut. Das ist das 57,5 Grad. 57,5 Grad deswegen, weil das die beginnende Pasteurisierungszeit ist. Also da fängt Pasteurisierung an. Über die Distanz von 1,5 ist dieses Ei quasi pasteurisiert. Es gibt Frischeier, die pasteurisiert sind. Der Prozess geht da ein bisschen anders, weil die noch das Thema Salmonellen natürlich an der Backe haben. Und das kriegst du halt nicht klein unter 75 Grad, 75 Grad irgendwie da gezogen. Länger haltbar. Exakt, das ist quasi haltbar gemacht jetzt. Das sind jetzt 62 Grad. Auch eine Stunde wieder, anderthalb Stunden, das ist eine Stunde bei 62 Grad jetzt gegangen. Das ist doch dieses Unsinn. Genau, danke. Das ist dieses sogenannte. Das sogenannte Onsen-Ei. Onsen-Ei, genau. Stichwort. Weiß nicht, hat jemand schon mal was davon gehört? Onsen-Eier, das sind japanische Quellen, die heißen, das sind diese Onsen-Quellen sozusagen. Könnt ihr euch im Internet angucken, zig YouTube-Videos dazu. Hintergrund ist, das gibt genau diese Temperatur an. Die haben so zwischen 62 und 63 Grad haben die als Temperatur.
Und das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Und der Effekt ist genau das. Das heißt, ich schneide es jetzt einfach mal an und so ist dann quasi das perfekte Ei dann in diesem Fall. Das fließt jetzt ganz zeitgemäß raus. Besser geht es halt nicht. Genau. Das heißt, ich serviere das. Rüffel. Ja, einfach die Würfel drüber gehobelt, Kartoffelschaum dazu. Ich serviere das tatsächlich in einem hohen Glas. Weil was halt gewöhnungsbedürftig ist, ist das hier. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt so, jo, ein bisschen glibberiger einfach. Aber da seht ihr schon, wie zum Beispiel Eiweiß und Eigelb funktionieren. Funktionieren halt anders. Also benötigen jeweils andere Temperaturen. So, dem gegenüber habe ich hier nochmal 65 Grad. Das ist richtig jetzt. 65 Grad. Da schaut man es auch so von der Struktur schon mal wieder viel, viel fester. Sie erinnert viel mehr an Ei jetzt schon. Zumindest von der Form. Und wenn ich das jetzt, was hier halt ganz süß ist, ich habe das zum Beispiel in dem Fingerfood-Buch, ich mache hier Fingerfood aus dem Ding. Weil was man hier machen kann, man kann das quasi um diese wunderbare Eigelb-Fiege quasi abschälen und hat dann einfach sozusagen das Beste vom Ei, wenn man so möchte. Ja, genau. Und wir kommen da halt auf lustige Ideen dann in der Gastronomie. Du kannst das Ding jetzt panieren, kannst es halt perfekt kurz frittieren oder solche Sachen. Um es auf den Punkt zu bringen, das ist, dann sieht es hier ganz, ganz cremig, ganz, ganz cremig dann in, einfach im Kern auch. Und wer will, abgehauen. Das ist Bio-Ei von direkt. Wie lange war das jetzt bei 5 Stunden? Ich weiß, Stunden. Jetzt ist auch das war 1,5 Stunden. Und jetzt haben wir nochmal final 75 Grad. Erzählt dazu, wer das quasi fest macht. Also der ganz hart festgekocht, so wie man festgekochtes Ei quasi nach 10 Minuten hinbekommt. So sieht das dann bei 75 Grad aus. Also so viel zu den Eiern. Genau, ihr könnt das jetzt logischerweise auch gleich nochmal braten. Wenn ich das jetzt nochmal in heißes Wasser vorher gegeben hätte, dann sieht aus die Form, dass ich das Eis nochmal braten kann. Genau. Also, ist lustig, ne? was wirklich 2-3 Grad ausmacht. Und ihr wisst halt wirklich klar. Ich wollte jetzt bloß die Eier noch nicht nutzen und euch gleichzeitig zeigen, weil wir ja vorhin die Frage mit dem Schäfern an der Tür hatten. Also ihr seht, auch hier, auch jetzt hier das Rumhebeln, wir machen dann schon wieder. Ne? Also ich habe das vorher ein bisschen eingebildet natürlich, habe ich ganz kurz runtergekratzt, weil wir da schon mal dran waren. Aber ihr seht, das löst sich fast voneinander. Jetzt wieder eine Palette dran. Es löst tatsächlich ganz von alleine, auch hier schon. Es braucht halt einfach ein bisschen, die Dinge brauchen im Moment Zeit. Wichtig ist, dass hier die Platte, und man kann so viel Fett wie man ja auch kochen an der Stelle. Was würde man zu Hause nehmen? Eine normale beschichtete Platte. Klar, die sind gewinnsicher, da passiert eigentlich nichts. Und hier habe ich dann einfach wirklich nur ganz kurz ein bisschen Öl dann drüber gewischt, sodass halt einfach das benetzt ist, wo die Oberfläche auch anders war. Fragen alles zu dem Umweltdrink. Ich glaube, die meisten bleiben sowieso übergreifend da für den Abend. Kommt dann rechtzeitig der Chef sozusagen dieses Produkt. Ist dann noch da, die Frage. Aber jetzt probieren, man am besten immer kalt stellen, also wirklich kalt raus. Gut durchschütteln und dann sagen wir Stammerl. Also wenn man das klagen soll, dann sagen wir Stammerl. Aber das geht also auch gut von der Menge. Man sieht das da so rein und nimmt das halt. Und das sollte möglichst jeden Morgen dann durchstehen. Ich finde, man sollte jeden Morgen das mit Säckchen. Ja, genau. Das schmeckt aber wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt kritisch wieder. Also, wir haben jetzt erfahren, auf die Tage, das neueste schreiben wir auch, was auf Kinder, meine Zahlen, wir probieren auch noch, weil das ist nicht sehr alt. Also, jetzt das wieder neu rausgebracht zu haben. Aber Sie erfahren es, wenn ich alles und mit Wodka muss es auch sehr gut sein. Ich glaube, das schmeckt auch mit Gin. Ja, so fängt mein Tag nicht an. Okay. Unmeinlich. Ja. Ich gieße da mal rein, oder? Zu wenig Wasser. Jeder nimmt noch weg. Ja, ist noch Bedarf, oder? Also Eckhard Witzigmanns Tag fängt so an. Wir haben einen Champagner. Ja, gut, er hat es noch einmal vor unserem Kokain los. Kommen. Ja. Man sollte dann, heißt es, auch diese Ingwerstückchen schön beißen. Also so
einen Schlucki nehmen und es dann so richtig zusammenbeißen. Und ich finde, das hat fast ein bisschen so was Zahnreinigendes irgendwie. Was spürt man jetzt raus? Also ganz kurz. Steht durch. Spürt man das? Ah, das passt schon. Das ist schon. Das ist quasi die Endrichtung. Also wie gesagt, links bei 62. Und was ihr hier seht, ist, wir haben ja vorhin mal über Garverluste gesprochen. Ne? Ja. Nur mal so, hier ist nicht viel drin. Ne? Wenn man das in Prozent ausdrückt, ja, man sieht sie. Und ich habe eine lustige Anekdote dazu. Ein Kollege von mir hat mich mal angerufen, hektisch. Ich habe dann irgendwann so wieder angefangen, Kalbsrücken gemacht, hat gemeint, er hätte so viel Garverlust, was er denn falsch macht. Die Temperatur war auch, ich glaube, 56 oder 57 Grad. Das kann eigentlich nicht sein. Wie viel habt ihr denn, habe ich gefragt. Also an Menge oder prozentual. Ich weiß ja nicht, sieht aber verdammt viel aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ihn erschreckt hat, ist, dass er es gesehen hat. Normalerweise, wenn du herkömmlich gasst, du siehst ja keinen Garverlust. Er geht irgendwo oben in die Lüftung rein oder aus dem Fenster raus oder sonst irgendwo, weil es halt verdampft logischerweise. Aber hier ist es halt sichtbar. Und das, klar, beim ganzen Rücken sieht das halt ein bisschen anders noch aus. Und das hat ihn einfach erschreckt. Weil es halt einfach nicht so kalt ist. Ich dachte, es wäre viel. Am Ende waren es nur die 8% oder sowas. Also er hat es dann tatsächlich nachgemessen. So, jetzt haben wir auch ordentlich Sauerei gemacht. Jetzt machen wir noch das fertig, und zwar die Karotten. Das ist 56, genau. 62 haben wir gegart. 56 gehe ich jetzt runter. Wir erinnern uns wieder, legt dann die Eier zurück, was das bedeutet. 62 Grad war das Bronzenei sozusagen. 56 nähern wir uns dem, was wir bei 57 Grad gegart haben. Also Eiweißgerinnungsgrenze. Also, ich habe hier Koriander jetzt nochmal. Was denn? Mögen Sie keins? Ja, wir lassen Ihnen ein bisschen was weg. Wir wissen, was wir machen. Wir machen Ihnen Ihre eigene Tüte. Hier darf jeder seine eigene Tüte machen. Ja, ist ja wichtig. Es gibt nur, also Koriander, glaube ich, stimmen Sie mir zu, es gibt nur, man hasst es oder man mag es. Doch. Nichts dazwischen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen... Chili, ich meine, ich hau hier auch tatsächlich die Kerne rein. Ja. Chili rein? Aber so einfach so dran reiben quasi. Das ist ein Reisessig. Hier habe ich so ein Apfelextrakt, das ist so zum Süßen quasi. Der hat ordentlich Süße. Könnte ich da auch Honig nehmen? Klar, alles was Spaß macht. Alles was Spaß macht. Das ist so eine Ponzu-Soße. Das ist so ein japanisches Produkt. Das ist quasi eine Mischung aus Sojasauce und Limone oder Limette. Und hier habe ich nochmal so ein Zitronengrasöl. Schlitzer. Ja, genau. Und dann machen wir gleich von unserem Ingwer noch was mit rein. Und Sesamöl mache ich noch mit rein. Ja, viel hilft viel. Limette. Um auch hier nochmal eine schöne frische Säure reinzubekommen. Ne, Butter machen wir hier nicht. Weil wir gar nicht. Wir marinieren das tatsächlich wieder nur. Genau, ich gebe jetzt tatsächlich von dem einfach auf den 3, weil das ist echt lecker für. Könnt ihr aber auch noch einen Inseln nehmen. Ja, ich kann auch einen frischen, wir können den auch, wie gesagt, jetzt da noch mit reinschmeißen. Oder wir braten da die Ente gleich mit an, das finde ich, glaube ich, schön. Mhm. So, jetzt mal die Frage, warum mischen wir das nicht? So, und jetzt kann man das natürlich hier nochmal quasi, ohne sich die Finger dreckig zu machen, kann man hier nochmal die Dinge dann auch hier oben nach oben. Das ist so wie ein Bauch. Da machen wir kein Chili rein, oder? Doch, Chili ist ja. So, und dann haben wir das quasi fertig. Das heißt, das gibt es gleich zur Ente. Wir machen jetzt gleich die Melone und dann können wir jetzt eins nach unserem Futter lösen. Nein, wir sehen, wie der heiße. Ist jetzt mehr Saft noch mal rausgelaufen als vorhin. Und wenn wir das jetzt noch eine Stunde liegen lassen würden oder so, dann wäre das wirklich, oder auch bis morgen. Das kann man morgen theoretisch auch noch essen, aber ich finde, so ist es einfach am schönsten, wenn man das so kurzfristig, so ich sag mal für eine Stunde oder so, anderthalb Stunden mariniert. Genau. Das waren für die nicht in Estragon. Sind das die gleichen, die auch kein Koriander mögen? Ja. Nee, dann machen wir es nicht in die gleichen Schüssel.
Das heißt, wir schütten das, die Farbe ist noch geil, oder? Schon mal gemacht, eine Gurke? Macht das mal, wenn ihr da nach Hause kommt, mal eine Gurke da reinhauen. Bisschen Zucker, bisschen Salz, von mir aus ein bisschen Senf oder sowas, ein bisschen Dill kann man theoretisch mal reinmachen. Die wird so, also geschält halt, die Gurke geschält, die wird so leuchtend grün. Giftgrün, wirklich giftgrün. Nicht für Ewigkeit, aber so für die ersten 1, 2, 3, 4 Stunden oder so. Irgendwann verliert die wieder durch die Säure dann auch, wenn man halt so eben die Mette oder sowas mit reingemacht wird. So, dann reingehauen. Wenn du soweit alles drauf ist, also er ist der letzte quasi, wenn der letzte Gang durch ist, dann dürft ihr nehmen. Ah, Entschuldigung, die erste letzte. Genau. Eine war nur eingeschnitten, ihr seht schon, hier ist die eingeschnitten, ihr seht aber schon an der auch, das ist der Fahrstuhl, wo die ganz gleiche Geröstung trotzdem nimmt, dass, ohne dass es fällt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, was ich mir für eine Arbeit sparen kann, wenn ich mir das 500 oder 800 Personen enorm groß serviere, weil da habe ich mir nochmal ganz, ganz viele Stunden gespart, die Dinger reinzuschneiden. So, das ist jetzt einmal auf, und ihr seht, was jetzt einfach rausgekocht ist. Das ist jetzt einfach gewonnen durch die hohe Temperatur. Und wenn wir das jetzt, wenn der Sitz deutlich mehr wäre, würde ich das jetzt setzen lassen oder durch den Buch oder durch den Tier passieren, dann hätte man wunderbar was verwenden kann. Das ist einfach mal. Hier ist im Grunde das gleiche passiert wie bei unserer Melone. Ne? Das ist jetzt die Salat eigentlich, genau. Das ist nur ein bisschen gekühlt quasi. Könnte man jetzt auch warm machen. Aber ich dachte mir, zu dem heutigen, im Sommer nicht die Frage, dass das Fleisch da ist. Naja, gestern war er da noch. Also nicht gut. Soll ich die einmal kommen? Viele Köche verderben. Wir sagen die Köche. Jetzt wisst ihr mal, wie schwer wir es haben in der Küche, oder? Zack, ein Tisch, sieben verschiedene Gabelmethoden. Aber das ist das Schöne, man kann das ja nicht mehr gewährleisten. Das ist alles, da muss man auch noch ruhig bleiben. Aber ich bin die Ruhe in Person, deswegen alles ist gut. Einfach hier mit ein bisschen Butter lösen. Seid ihr noch da mit dabei? Obwohl es aus der Tüte kommt, oder? Aber wirklich sehr, sehr lecker. Oder weil es aus der Tüte kommt. Aber schmeckt ihr, wie zart einfach die Ente auch ist? Wahnsinnig saftig. Also, ja, genau. Das bleibt halt, der Saft bleibt drin. Du hast halt nicht dieses Thema, dass es irgendwie rausläuft oder sowas. Es bleibt halt wirklich alles drin, ganz klar. Zu dem Lakomira-Tag vielleicht nochmal was.
Überall. Ja, ja, also ich gucke auch so nicht, wenn ihr wollt. Nee, das passt wirklich. Ja, das passt gemacht, hoffentlich. Das ist die Hauptsache. Viel Spaß. Wenn Fragen sind, auch Fragen.